Moin Moin, mein Name ist Hendrich der Löwe und ja, nach langer Zeit spielen wir mal wieder eine Runde Ultimate General Civil War. Diesmal mit der großen Schlacht, mit der zweiten großen Schlacht am Bullrun am 28. August 1862. Nach den jüngsten Ereignissen des Halbinselfeldzugs hat ein Teil unserer Streitkräfte ein weiträumiges Flankenmanöver unternommen und das Versorgungslager der Union bei Madison's Junction überfallen. Yes. Hat man ja letztes Mal gemacht. Popes Kommunikationsweg mit Washington wurde bedroht, weswegen er gezwungen war, seine Verteidigungslinie am Rappahannock aufzugeben. Wir haben uns einige Meilen Richtung Nordwesten zurückgezogen und sind entlang des Stony White in Verteidigungsstellung gegangen, in der Hoffnung, Pope in eine Falle zu locken. Der Rest unserer Armee hat Richmond fast vollkommen und ungeschützt zurückgelassen, um uns zu verstärken und die ahnungslosen Unionsarmee anzugreifen. Mann, Mann. Viel Text. So, das heißt, wir machen irgendein Flankenmanöver. Wenn ich es hier sehe, haben wir hier einmal Verstärkung und Ablenkung. Und ich habe gerade noch eine dritte Division gemacht, weil ich habe vorher schon, wollte ich anstarten, habe gesehen, alter Schwede, wir könnten bis zu 85 Brigaden reinpacken. Und ihr seht, ich habe genau 50. Jetzt stellt sich mir nur die Frage, was macht wohl mehr Sinn? In dem Ablenkungsmanöver. Nee, komm, das ist doof. Nee. Komm, raus. Hier. Meine zweite Division, die nicht so gut ausgerüstet ist, denn die wird das Ablenkungsmanöver sein. Die können ruhig sterben. Unser Überfall auf das gewaltige Versorgungslager der Union Ministers Junction war ein Erfolg. Dieser schwere Schlag in ihrem Rücken hat die Virginia-Armee aus ihren Verteidigungslinien am Rappahannock vertrieben. Wir marschieren jetzt in Richtung Nordwesten und hoffen darauf, dass wir sie uns, dass sie uns folgt. Achso, Entschuldigung. Okay. Kleines Feld, Märzefeld, ganz viel Feld, großes Schlachtfeld. General Pope, der neue Kommandeur der Virginia-Armee, ist isoliert. Dies ist ein geeigneter Ort, um ihn eine Falle zu stellen und ihm mit all unseren Streitkräften anzugreifen, bevor er durch McClellan verstärkt wird. Wieder viel Feld, noch mehr Feld, noch... Oh, den. Als wir Richmond ungeschützt zurückgelassen haben, sind wir ein großes Risiko eingegangen. Wie erwartet hat McClellan jedoch keine offensiven Manöver auf der Halbinsel unternommen. Morgen wird der Rest unserer Armee eintreffen und den ahnungslosen Yankees in die Flanke fallen. Das heißt, wir kämpfen bestimmt 2 Tage. Wieder viel Feld, noch mehr Feld und zurzeit sammelt General Pope seine Armee und sämtliche Verstärkung in der Nähe von Henry Hill. Er wird sich wahrscheinlich Richtung Nordosten nach Washington absetzen, es sei denn, wir unternehmen etwas dagegen. Ja, was denn? Mit meinen paar People hier und wieder viel Feld. Ein Ablenkungsmanöver dürfte ihn dazu bewegen, in der Gegend zu bleiben und zu kämpfen. Ja, dann machen wir das mal. Die Division von Rufus King marschiert durch die Kleinstadt Grovetown, um sich Popes Hauptarmee anzuschließen. Es ist Zeit, ihre Aufmerksamkeit zu erhöhen. Der Punkt, wo wir verteidigen sollten. Wir legen einen Teil unserer Streitkräfte nach vorn, genau. Dann sollten wir versuchen, die Barmer Farm zu verteidigen. General, es wäre ratsam, in diesem Gefecht nicht den Verlust allzu vieler Männer oder Geschütze zu riskieren. Okay, das wird hier wahrscheinlich die Verteidigungslinie sein, die wir halten sollen oder machen sollen dann. Für unser Ablenkungsmanöver. Die Nacht bricht herein. Unser Hauptziel ist es, unsere Stellung preiszugeben. Damit sich Poes Armee morgen zu einem Angriff auf uns verleiten lässt. Wir brauchen unsere Armee für diese Verteidigungsschlacht, also in Bereitschaft.
Der ist noch grün hinter den Ohren, der kommt weg. Nur irgendwas. Irgendwas. Butler. Ich glaube, ich habe hier keine erfahrenen Krieger, kann das sein? Oh doch, hier habe ich was mit Schützen genannt. Hansen Schützen. Okay. Also den Punkt sollen wir halten. Hiervon gehen Truppen nach da. Wäre es ratsam, doch erstmal zu warten, bis die Truppen da sind und dann hier schön in dem Wald eine Verteidigungslinie aufzubauen. Ich glaube, das wäre geil. Dann schön mit den Kanönchen aus dem Fältchen. Wir brauchen eine Gruppe hier als Backup. Schützen, die würde ich gerne einlasse ich auch nochmal hier ins Fältchen. Schießen verbieten, wir wollen natürlich. Oh, die sind sichtbar. Scheiße, ich dachte, im Feld sind sie nicht sichtbar. Ah, war das falsche Feld? Deckung ist da 24. Okay. Scheiße. Warte mal, warte mal, warte mal. Nicht, du rennst mir zu weit aus dem Wald raus. Immer noch gesichtet, verdammte Axt, ey. Jetzt sind sie getarnt. Zu 74%. Ah, da kommen sie nämlich. Ach, oh, der dreht um. Oh, der geht in den Wald rein. Wissen wir hier, die Farm ist verteidigt. Ne? Och man, toll. Scheiße. Wat nu? Wat nu? Das geht jetzt hier nicht. Das ist jetzt doof. Ach, jetzt sind sie hier gesichtet. Warum sind sie jetzt gesichtet im Wald? Komm mal zurück hier. Wir sehen jetzt gar nichts. Bleib noch im Wald, bleib noch im Wald, bleib noch im Wald, bleib noch im Wald. Kann man nicht hier die Linie oder so ändern? Ja gut, ihr dürft schießen, komm. Ich kann auch schießen. So, und Dennison versuchen wir jetzt hier so. Da kommen bestimmt irgendwie von hier noch was. Ich hoffe, dass die Truppen weiter hierhin gerückt sind. Dass sie doch vielleicht einen Schlenker gemacht haben. Dann dachten sie sich, ach, da kommt keiner, dann gehen wir wieder zurück. Sehr schön. Wäre auch schön gewesen, wenn hier was wäre. Dann hätte ich eine schöne Schussschneise geben können. Aber nein. Wir wissen ja, dass wir da sind. Das eigentlich haben wir schon unser Ziel erreicht. Wir müssen jetzt eigentlich nur die Zeit totschlagen. Und was ja, macht man denn währenddessen? Man trinkt erstmal einen Kaffee. Und auch nicht. Kein Kaffee. Ja, solange sie schreien, ist okay. Ich weiß nicht, sollen wir runtergehen?
Also ich sitze das aus. Mir ist das egal. Weil ich weiß jetzt nicht, wie viele Einheiten von links kommen. Spielen wir das mal kurz durch. Wenn wir hier weiter runter gehen, wir müssen den Punkt halten. Können hier von rechts was kommen. Wir haben diese 2500er Einheiten unten. Und dann kämpfen wir im Wald und reiben uns komplett im Wald auf. So, wenn von da noch einer kommt, dann habe ich hier unten 2 gegen 2. Muss ich einen abziehen. Und wenn von da was kommt, wie gesagt, muss ich den dahin schicken. Das ist nicht prall. Ich warte. Ich lasse die kommen. Wäre toll gewesen, wenn die vorbeigelaufen wären. Aber ich dachte, da im Kornfeld sind wir sicher, dass es so ein flaches Kornfeld ist. 50% Deckung. Kann man das irgendwie einsehen? Wie gut ein Kornfeld ist. Ländeinformation. Dieses offene Gebiet schnell zu bewegen. Ja, die wissen auf jeden Fall, dass wir da sind. Warum kommen die von rechts nicht und warum kommen... Was machen die anderen unten, die beiden Divisionen da unten? Oder die beiden Brigaden, die unteren Truppen halt, 3000 Mann. Ah, Mathilde guckt Volt, Deep Space Nine. Oh, eingetötet, juhu! Das ist irgendwie lahm. Jackson, schick dich mal kurz in den Wald rein. Kundschaften. Oh, 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 da ist er was, da ist er was. Hal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 
Ich habe ihm quasi meinen Handschuh ins Gesicht geschlagen und zu einem Duell aufgefordert. Sie können die Mission beenden. Oder den Kampf fortsetzen. Nö, wir beenden mal. Farm haben wir gehalten. Zack, fertig. Der nächste Tag. So. 29. August 1862. Schlacht 2. Bull Run. Unser Plan entwickelt sich gut. Pope hatte den Köder geschluckt und bereitet sich darauf vor, uns auf Stony Ride anzugreifen. Wir müssen die stärkere Verteidigungsstellung halten, bis Verstärkung eintrifft. Wir werden die ersten Truppen am späten Nachmittag erhalten. Okay. Ja, die Aufnahme wäre ein bisschen kurz. Was sagt denn der Zeiger? Kaffee ist zu spät. Gut, dann würde ich mal sagen, ab ins Gefecht. Es scheint, als wäre Pope in unsere Falle getappt. Er mobilisiert seine Kräfte für den Angriff. Wir haben jenseits von Matthew Hill eine größere Infanterieverbände gesichtet, die aus der Richtung vorstoßen. Aus dem Süden wird ebenfalls eine feindliche Aktivität gemeldet. Behalten Sie Ihre Flanke im Auge und halten Sie die Stellung, General. Wenn wir Stony Ride verlieren, bevor unsere Verstärkung eintrifft, schlägt unser Plan fehl und wir müssen uns zurückziehen. Okay, Pause. Mal rauszoomen. Wo waren die Farm von gerade eben? Ach, das war hier, diese kleine Ecke. Das hatten wir gerade gespielt. Die kleine Ecke hier. Cool. Das heißt, wir haben uns zurück. Ah. Also das gefällt mir da oben gar nicht. Bums raus. So, Supply. Warum ist Supply da? Geh dahin. Ich bin mit der Ausgangslage nicht ganz zufrieden. Ich mach mal kurz auf Play. Ah, das habe ich gedacht. Wir schicken die Truppen an die Mauer. Ferrero schicke ich da nicht hin. Siegfried Nahkampf schicken wir da hin. Also ein bisschen heran. Mal gucken, ob das so eine gute Idee ist, ey. Was kriegt denn Hansen an Deckung? Bevor ich da irgendwas mache, was kriegt denn 100% Deckung? Dann machen wir das doch. Los, Butler. Hopp, 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 hopp. So, Kanone, Reichweite. Gut. Das heißt, wenn sie hier angreifen. Nee, ich hab keine Zeit.
kriegen sie einen auf die Mütze. Fantastisch. Hier kriegen sie auf die Mütze. Da sind sie noch nicht dabei. Okay. Na los, Butler. Hopp, 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 hopp. Haben nicht den ganzen Tag Zeit. Warte mal, wo geht denn der hin? Wir können ihn ja hier hinpacken, in den Wald. Es geht nur bis, wenn er 100% getarnt ist. Ansonsten ziehe ich ihn wieder zurück. So. Die haben aber keine Kanonenunterstützung. Vorschicken will ich nicht. Und auch du hast 100% Deckung. Oh, schön. So. Wie weit reichen die Kanonen von hier bis dahin? Ihr bleibt doch mal einfach da. Das gefällt mir noch ganz gut. Bleib da, Anderson. Mit deinen Napoleon-Kanonen. Ich überlege, ob ich, weil ich ja weniger, nicht so viel Truppen habe, ob ich einfach hier diesen Schwengel einfach hier ein bisschen abkürze. Aber die haben auch 100% Deckung. Er hat 80, 84. Naja. Lassen wir mal so. So, und du bleibst nur da, wenn du, Siegfried, wenn du nicht gesehen wirst. Wenn du getarnt bleibst, bleibst du da, wo du bist. Was ist es aber für eine Zeit? Hier sind das Stunden, Minuten. Ich möchte jetzt nicht hier 2 Stunden spielen. So. Schurz, Division bewegt sich in unsere Richtung. Wer immer Schurz ist, ich nenne ihn jetzt einfach Furz. Furz, Division bewegt sich in unsere Richtung. Auf unsere linke Flanke. Linke Flanke müsste dann von mir aus das hier sein. Können wir Kamera drehen? Ich weiß. Nee, nee. Und der ist auch schon angekratzt. Oh, das ist ein Kanönchen. Okay. Solange die Schießung getroffen werden, bin ich glücklich. Marschieren die lang? Ne, die protzen auf. Also wie es heißt, die laden nach. 3 Kanonen sehe ich. Oh, treffen. Meine treffen auch. Das heißt, die Flanke wird einbrechen, denke ich mal, irgendwann. Also eigentlich würde ich jetzt Feuer einstellen, aber da es Kanonen sind, vielleicht kriegen wir eine kaputte Kanone hin oder so. Haben auch Deckung. Tarnung. Guckt euch, Leute. Boah. Ich schicke ihn nicht vor. Ich weiß nicht, was dahinter ist. Ist nämlich 2 Punkte. Da ist noch irgendwas. Wir sehen es bloß noch nicht. Die andere Gruppe ist weg. Schade, keine Volltreffer. Die Sicht, die Reichweite der Waffen ist immer kürzer. Ich bin irgendwie verleitet, Hall in den Nahkampf zu schicken, aber... Das ist bestimmt nicht gut. Ich habe keine Kavallerie, die ich jetzt hinschicken kann.
Da werden wir auch beschossen von irgendwo. Ah, von hier hinten ist. Hier ist wahrscheinlich die Kanone. 1,26. Was immer 1,26 bedeuten mag. Ah, da sind auch ein paar Truppen. Zwei Sterne haben die, sind gut. Das Problem ist, wenn die hier eine bei meiner vorgesetzten Linie ihn zum Laufen bringen oder Butler, dann bricht die ganze Linie zusammen. Ich versuche sie so lange wie möglich zu halten, bis er, wenn er seine 475 Mann verloren hat, ziehe ich ihn zurück. Dann wird er Reserve. Supply, da läuft ein Supply lang und ich habe keine Kavallerie. Das könnte mein Supply sein. Mein Kanonenwagen. Wie weit ist er da geschützt? 54 Deckung. Das ist Ferrero. 80 ein bisschen besser. Trauen sich nicht weiter vor. Oh, die sind zurückgezogen? Haben sie zu die ziehen sich zurück? Gute Arbeit, Butler! Stealth und Steinwehrs Division verstärken den Angriff der Union. Okay. Wieder ein Supply-Wagen, den wir sehen. Wahrscheinlich die Truppen sind da irgendwo links und rechts im Wald. Ja, und wir sehen nur die Supply-Wagen. Vielleicht macht die KI das auch absichtlich. So, komm her. Hol mein Supply. Ich hab einen schönen Karren. Meiner ist schöner als deiner. Hol ihn dir. Um mich dann in den Hinterhalt zu locken. Hm. Also... Tut mir leid, wenn es jetzt euch ein bisschen langweilig erscheinen mag, aber ich soll diesen Punkt halten. Ich sehe jetzt auch nicht ein, meine Leute übers offene Feld laufen zu lassen, in irgendeinen Hinterhalt laufen zu lassen. Das sehe ich bei bestem Willen nicht ein. Im Gegenteil. Ich will sie ja in einen Hinterhalt locken. Ich will die Truppen hier ranlocken können, beschießen, vielleicht sogar schon zurückdrängen und dann mit meinen Einheiten zurück hier Position einbeziehen und dann volle Lotte gegenkämpfen. Und wenn sich dann zurückziehen, dann gehen wir in den Gegenangriff. Aber ich glaube, das passiert eher nicht. 0,54. 54, keine Ahnung, Minuten, Sekunden. Ich weiß nicht, wonach das geht. Weil die Aufnahme geht nur gerade 28, 29 Minuten. Keine Ahnung, auf was sich die Zeit sich da bezieht. So... Henry Hill halten. Na ja, gut. Kann man nicht. Wir verlieren stetig Männer, aber ich glaube, wie gesagt, ein Gegenangriff oder ein Angriff, da würden wir eindeutig mehr Leute verlieren. Keine Kavallerie habe. Ich zieh den da mal ab.
alles gut. Bleibst da. Der Supply-Wagen fährt auch weg. Aber wir haben da schon gut Leute verloren. Gerade in der Mitte. Oh, da kommt jetzt was. Oh, die sind sehr kurz. Ach du Scheiße. Zieh sie vor. Weil wenn die jetzt angreifen, habe ich hier nur diese eine Kanone als Unterstützung. Friss Blei! Irgendwie, wie du auch mal heißt. Kritzanu, Wald. Keine Ahnung. Friss Kugeln! Wie viel Tarnung hat er denn überhaupt? Kann ich das einsehen? Gar nicht. Aber auf dem Feld dürfte nicht viel sein. Man muss doch gefundenes Fressen sein. Hier, genau auf den. Kriegen wir dich auf den anderen Stück nach vorne. Was hat jetzt für eine Reichweite? Ein Hühnchen mit Hühnchen. Und eine Reichweite. Wie weit ist die? Ja, ist immer noch sehr kurz. Er hier. Ne, er kommt ran. Feuer. Aber dass sie auch so eine kurze Reichweite haben. Ich weiß nicht, was der Plan ist von denen. Er ist ja gerade nicht schlau draus. Da kommt ja immer mehr. Jetzt, Alter, jetzt geht's los. Feuer. Feuer. Die wollen die Mitte durchbrechen. Scheiße. Schicke ich die nach vorne? Okay. Okay. Das sieht böse aus. Das sieht böse aus. Die werden jetzt die Mitte durchstoßen. Jetzt stellt sich nur die Frage, was machen wir raus? Ziehen wir ihn zurück? Ziehen wir ihn nicht zurück? Die Linie? Das wird er nicht halten. Das wird der nicht halten. Gut, ich mache hier erstmal einen Break. Und ich würde sagen... Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.